Betet für die Menschen und ihnen den Segen zuspricht. Ich bin nämlich aus dem Ministry-Team. Aber heute hat mich Gott hier auf diese Bühne berufen, um euch von einem Menschen zu erzählen, den ich euch auch gleich vorstellen möchte. Vielleicht habt ihr ihn sogar schon kennengelernt. Es geht um eine junge Frau, die mit ihrem 14. Lebensjahr in eine Behinderteneinrichtung gekommen ist, weil sie von Geburt an behindert war und ihre Mutter mit ihr überfordert war und sie viel Leid durchmachen musste. Und diese Dame hat 18 Jahre in Einrichtungen verbracht, wo es ihr nicht gut ging und wo sie zum Teil eingesperrt war. Also es heißt, sie durfte nicht die Einrichtung verlassen und manchmal nicht mal ihr Zimmer. Und sie hat viele schlechte Sachen in dieser Einrichtung erlebt. Und als sie im letzten Jahr, 2022, als sie dort mal wieder sozusagen ihre Phase der geschlossenen sozusagen überwunden hatte und mal wieder ein bisschen raus durfte, da hat sie dann die Gelegenheit genutzt und ist von dort weggelaufen. Zuvor aber hat sie Christus kennengelernt über Fernsehen und YouTube, weil sie hat die Geschichte von einem Menschen, der gläubig war, aufgenommen und hat Jesus ihr Leben übergeben. Und Jesus hat sie befreit. Und sie ist dann rausgelaufen aus diesen Einrichtungen oder aus dieser Einrichtung und ist in Gemeinden, in Kirchen gegangen und dort wurde sie getauft. Und eines Tages ist sie, weil sie mal wieder geschlagen wurde oder sie nicht gut behandelt wurde, dort weggelaufen und ist zu uns in die Einrichtung gekommen. Und dort lebt sie seit dem 23. November 2022. Sie hat gewissermaßen bei uns Kirchenasyl bekommen und jetzt ist auch durch einen Gutachter und durch einen Richter festgelegt worden, dass sie nie wieder in eine Einrichtung muss. Und der Gutachter hat auch gesagt, dass sie das auch nicht braucht, weil ihre Behinderung nicht so stark ist, dass sie in eine Einrichtung muss. Und wir suchen für diese Frau eine Familie, weil sie braucht Hilfe und sie braucht Liebe. Sie hat ihre Freiheit durch Christus bekommen und alles, was sie jetzt noch braucht, ist Liebe. Sie hat die Gemeinschaft der Christen als ihre Familie schon erkannt und angenommen und sie braucht eine Familie. Und wisst ihr, eigentlich wollte ich euch was ganz anderes erklären vorher, das habe ich jetzt vergessen aufgrund meiner Aufregung. Wir beim Ministry-Team, wir beten ja für Menschen. Ihr habt das vielleicht in den anderen Veranstaltungen auch in Anspruch genommen oder ihr habt das gesehen, dass wir am Rand stehen und beten. Und wisst ihr, was wir da machen? Wir kämpfen. Wir kämpfen den geistlichen Kampf. Das Motto ist Liebe gewinnt von diesem diesjährigen Spring. Und wisst ihr, wenn Liebe gewinnt, dann muss ja auch irgendwie gekämpft werden, oder? Sonst gäbe es ja keinen Gewinner. Und wenn Liebe gewinnt und wirklich ein Kampf stattfindet, dann muss man sich ja fragen, was ist denn das für ein Kampf? Und ihr Geliebten des Herrn, das ist der Kampf um uns Menschen. Gott will uns liebevoll für sich gewinnen und es gibt jemanden, der hat was dagegen. Und diesen Kampf, den können wir nur geistlich kämpfen. Den kämpfen wir niemals gegen Personen. Irgendwie sind meine Requisiten übersehe ich auch, ja. Und ich mache euch das mal vor, wie das geht,
Wir kämpfen nicht gegen Menschen, die uns Schlimmes antun. Ja, wisst ihr, was passiert, wenn wir im Gebet kämpfen, wenn wir für euch beten, wenn wir die geistliche Welt bemühen? Dann bemühen wir Jesus, weil Jesus will unsere Kämpfe kämpfen. Ihr braucht die nicht kämpfen, diese Lebenskämpfe. Ihr braucht diese Lebenskämpfe nicht kämpfen. Der Kampf findet über uns und neben uns und hinter uns statt, weil das die unsichtbare Welt ist, die wir bemühen, wenn wir beten. Wir bemühen Gott, unseren Schöpfergott, Jesus Christus. Und nur er kann Unmögliches möglich machen. Und bei der Geschichte, die ihr eben gehört habt, die kann nur Gott möglich gemacht haben. Und deswegen sage ich euch, bemüht den König der Könige. Wir haben eben auch diese Geschichte gehört vom König. Und er war ein großzügiger König. Der König der Könige, Jesus Christus. Er ist größer und liebevoller und gnädiger als alle anderen Könige der Welt. Und ich glaube, dieses Bild, was ich euch von dieser Frau erzählt habe, von Sandra, das symbolisiert es, wenn Jesus einmal wiederkommt, dann werden alle Ketten dieser Welt sprengen, wo Menschen in Gefangenschaft leben. Wo Menschen in Gefängnissen sitzen. Sandra, komm doch mal bitte nach vorne. Ich möchte euch Sandra ganz kurz vorstellen. Diese junge Frau, die kann überhaupt nicht körperlich kämpfen. Die hat so viel Liebe in sich. Ja? Und Gott hat sie so sehr lieb, dass er sie einfach mit Hilfe von Video und YouTube zu sich gezogen hat. Und er hat sie da rausgeholt. Das ist eine so wunderbare Geschichte. Und wenn ihr irgendeinen Menschen kennt, der so viel Liebe hat, einen anderen Menschen ein neues Zuhause zu geben. Wenn ihr irgendwo wisst, wo es Familien gibt oder familienähnliche Einrichtungen, die Menschen mit Behinderungen aufnehmen, dann sagt uns Bescheid. Sandra hat gesagt, sie möchte nie wieder in eine solche Einrichtung, weil sie da viel zu sehr gelitten hat. Ich danke euch, dass ihr euch das angehört habt und dass ihr das weitergebt. Und ihr könnt gerne meine Nummer da vorne abholen, wenn ihr irgendwie die an andere Leute weitergeben wollt. Ich danke euch von ganzem Herzen. Sandra möchte auch noch was sagen. Mir ging es da sehr, sehr schlecht. Ich hoffe, es gibt eine Familie. Diese Person hatte mir sehr, sehr viel Leid angetan. Die Betreuer haben nur zugeguckt. Ja. Wir wollen jetzt nicht negativ in die Vergangenheit schauen, sondern wir wollen hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Und wer von euch kennt das hörende Gebet? Hebt mal die Hände, wer das kennt. Ist euch nicht fremd, ja? Wir haben für Sandra gebetet und bevor ich hier zu Spring gefahren bin, hat mir der Heilige Geist gesagt, dass ihr geholfen wird. Und Sandra war heute im Schafworkshop, wo hörendes Gebet praktiziert wird. Und ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht nicht, aber da wissen die Leute nicht, für wen sie hören. Sie wissen das einfach nicht. Sie hören für andere Menschen, ohne dass sie die Person sehen oder jemals kennengelernt haben. Und Gott hat ihr gegeben, ich muss jetzt zum Ende kommen, sonst kriegen wir den Rausschmiss von links. Gott hat ihr viele Dinge gegeben, aber hier steht, nochmal, die Leute wussten nicht, für wen sie beten, sie haben sie nie gesehen. Haus, offene Tür, man kann hindurchsehen bis in den Garten. Es ist eine offene Tür, freier Durchgang. Das haben die Leute heute für sie gesehen. Und ich bin mir so sicher, wir haben so einen wunderbaren Gott, der das möglich machen kann. Amen. Amen.
Thomas, möchtest du noch einen stehlen oder sollen wir jetzt erst das...